wie du mit Kritik besser umgehen kannst. Kritik, wenn sie auch vor allem unerwartet kommt, kann richtig wehtun. Es ist normal, dass sich jemand dadurch angegriffen fühlt. Und natürlich kann es unfassbar schwer sein, in diesen Momenten konstruktiv zu bleiben. Aus dem Grund hier ein paar Ansätze, die dir garantiert helfen werden. In diesen Momenten ist es wichtig, eine kurze Distanz aufzubauen. Was meine ich damit? Wenn du eine Distanz aufbaust, zeitlich oder und gedanklich, werden deine Emotionen nachziehen und zwar sehr, sehr schnell. Sage sowas wie, danke für dein Feedback, ich werde drüber nachdenken und wir können später nochmal drüber sprechen. Und du weißt selbst auch, jedes Mal, wenn du drüber nachgedacht hast, konntest du es besser zuordnen und die Emotionen fielen langsamer über sich herunter. Du hast dich nicht mehr so angegriffen gefühlt. Was du auch tun kannst, um Distanz aufzubauen und mehr Verständnis vor allem zu gewinnen, ist Folgendes. Stell Fragen zum Detail. Das entkräftet vielleicht auch unnötige Kritik. Oder es gibt dir zumindest Verständnis, woher die Kritik denn kommt, indem du Folgendes fragst. Magst du mir bitte ein konkretes Beispiel nennen, dass ich verstehe, um was es genau geht? Oder gib mir kurz ein Feedback. Was genau hätte ich besser machen können in deinen Augen? Und wenn diese Kritik wahrlich gerechtfertigt ist und du einen Groll in dir spürst, solltest du die Frage stellen, wie wirkst du, wenn du diesem Groll nachgibst und nach außen darstellst? Nicht professionell. Halte kurz inne, atme kurz durch und antworte mit folgenden professionellen Sätzen. Ich verstehe. Ich danke dir erstmal für deine Offenheit, weil wir wollen uns alle verbessern. Ich bin immer offen für Feedback, vor allem für konstruktives Feedback, was auch respektvoll wiedergegeben wurde. Das wünsche ich mir für die Zukunft. Ich werde noch einmal den Plan mir anschauen oder den Punkt, den ich korrigieren muss und werde nochmals nach deinem Feedback fragen. Ist das okay für dich? Wer muss das hören? Schick's gerne weiter und folgt mir für mehr Kommunikationstechniken.